Hallo Leute und willkommen hier bei mir AppleCat. Heute habe ich zwei schlechte und eine gute Nachricht. Die erste schlechte ist, ich bin krank. Die zweite schlechte ist, ich hatte Unrecht. Und die gute ist, wir haben auch eine neue Beta bekommen von iOS 12.2. Tja Leute, ich höre mich heute vielleicht ein bisschen anders an wie regulär, aber ich dachte mir mal, vollgepumpt mit Medikamenten schleppe ich mich mal für ja, 2 Minuten hier noch schnell vor die Kamera, um euch zu sagen, dass es tatsächlich noch eine 6. Beta gibt. Ich habe ja bei der Beta 5 hier vermutet, es wäre die letzte und schon die Gold Master. Da habe ich mich mal gründlich geirrt. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass da noch was kommt. Aber ihr seht schon an dem aufwendigen Artwork, das ich hier im Bett gemacht habe. Ja, wir haben noch eine Beta 6 bekommen, ganz überraschend. Und dann schauen wir uns auch mal kurz hier die Werte von der Beta 6 an. Vor dem Update hatte ich 3,33 GB frei. Dann kam hier ein kleines Mini-Update, also nur 52 MB. Auf dem iPhone 5S, auf den iPhone 10S Geräten war das Update gerade mal 120 MB groß, also viel kann da nicht drin stecken. Und hinterher hatte ich 4,13 GB nochmal frei. Das heißt, ein bisschen was habe ich am Speicherplatz dazu gewonnen. Tja, und Änderungen gibt es hier eigentlich gar nicht zu berichten. Also da funktioniert immer noch alles wie gehabt. Da hat Apple wohl im Hintergrund nur noch ein bisschen rumpoliert. Ich dachte ja schon bei der Beta 5, das läuft alles so schnell und flüssig, dass es eben die Gold Master sein kann. Und wenn wir mal kurz hier in die Einstellungen reingehen unter Allgemein und Info und schauen uns dann hier die Versionsnummer an, dann ist die immer noch relativ lang. Aber naja, ich gehe immer noch davon aus, dass nächste Woche am Montag, wenn das Apple Event ist, dass dann die Software hier final für jeden veröffentlicht wird. Was auch dafür spricht, ist, dass die Software hier für Beta-Tester als auch für die Public-Beta-Tester gleichzeitig zur Verfügung gestellt wurde. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, das hier wird sie sein, Freunde. Das hier wird die Gold Master sein. Also ich lege mich jetzt hier mal fest, die iOS 12.2 Beta 6, das wird sie sein. Natürlich habe ich mal noch flott hier den Geekbench drüber laufen lassen und da haben wir gute Nachrichten zu vermelden. So, gehen wir mal kurz in die Werte und das hier sind die Ergebnisse der Beta 6, 12,33 zu 22,86 und wenn wir diese Werte mal vergleichen mit der Beta 5, sehen wir im Single einen minimalen niedrigeren Wert, aber im Multicore haben wir mit 22,86 einen höheren Wert und ich habe hier echt mal durchgeschaut bei all meinen Geekbenches, die ich hier gemacht habe. 22,86 hatte ich im Multicore noch nie gehabt. Das heißt, Apple hat da mal richtig ja, aufgedreht und noch ein bisschen an der Stellschraube für die Multicore-Performance gedreht. Und das ist doch mal zum Abschluss ja, noch eine gute Nachricht, Freunde. Von daher, ich gehe immer noch davon aus, nächste Woche kann sich jeder die iOS 12.2 Final Version runterladen. Ja, wahrscheinlich montags nach dem Apple Event. Tja, und das Apple Event, Freunde, ich habe ja schon gesagt, dass da wohl nur Software vorgestellt wird. Und wahrscheinlich wird das auch so sein, denn Apple hat hier still und heimlich ja, neue iPads vorgestellt. Und zwar einmal hier das neue iPad Mini, als auch ein neues iPad Air. Und ja, wenn wir uns das mal kurz anschauen, hier beim iPad Mini hat sich mal designmäßig gar nichts verändert. Das sieht immer noch genauso aus. Gibt es in Silber, Grau und Gold. Aber ganz ehrlich, Freunde, für 449 Euro, das ist doch einfach meiner Meinung nach viel, viel zu teuer hier für so ein kleines iPad Mini. Das sollten Sie echt mal als Einsteigergerät positionieren. Wobei, zumindest könnt ihr hier auch beim iPad Mini, welche Generation ist denn das? 5, 6, ich hab's vergessen. Könnt ihr jetzt auch hier den Apple Pencil aber nur in der 2. Generation benutzen. Und das gleiche gilt auch hier für das iPad Air, wobei sich da ein bisschen was geändert hat. Ich bin ja auch schon überrascht, dass sie die Linie mit dem Air nochmal fortführen. Das Ganze geht ab 549 Euro los und gibt's dann auch in Wi-Fi und Cellular-Versionen, genauso wie bei dem iPad Mini.
Allerdings haben sie bei dem R das Display vergrößert. Das hat jetzt ein 10,2 Zoll großes Display und positioniert sich da neben dem Einsteiger-iPad, das es ja ab 350 gibt, und den iPad Pros. Also das lasse ich mir noch eher gefallen, auch vom Preis her. Aber das iPad Mini, das ist meiner Meinung nach ja mal wieder viel zu teuer geraten. Aber sei es drum, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich nehme jetzt mal noch ein Tablettchen und lege mich wieder ins Bett. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und dann hoffentlich wieder mit einem fitten Apple Cat.